Alter! Hey! Was machst du da? Du sollst arbeiten. Fahr gefälligst die Fässer weg. Ich weiß nicht. Mir geht's heute gar nicht gut. Ey, stell dich ja wie eine Pussy, mach deine Arbeit jetzt. Ja. Auf den bewusstlosen Lkw-Fahrer soll bald eine Sondereinheit vom Zoll stoßen. Das Team um Einsatzleiter Mustafa Yildirim führt eine Razzia gegen illegalen Müllhandel in einem Kiesgrubenbetrieb durch. Ich würde sagen, zwei kommen mit rein. Mhm. Und das, Entschuldigung? Hallo? Was ist denn? Entschuldigung? Sind Sie ja? von der Polizei? Wir waren heute mit den Kollegen der ZUZ, das ist die zentrale Unterstützungseinheit Zoll hier, um das Objekt zu durchsuchen, Beweismittel festzustellen, da wir Anhaltspunkte hatten, dass hier Müll in Drittländern illegal entsorgt wird. Als wir uns gerade auf den Einsatz vorbereiteten, kam uns eine junge Frau ganz hysterisch entgegen und hat ihren Freund gesucht. Sagen Sie bei uns, wir wollten da hier rein. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen bitte, rein. Bitte. Sonst ist zu laut alles. Okay. Okay. Sie bleiben hier. Ja. Könnt ihr auf sie aufpassen? Ja, ja. Alles soweit sicher? Guten Abend. Hallo, guten Abend. Was passiert hier? Der Zoll. Wir haben Durchsuchungsbeschluss für Ihre Räume und alle Dokumente vom Amt in Köln. Ja. Ja. Was los? Wisst ihr nicht, haben Sie nichts Besseres zu tun? Also, wir haben den Verdacht auf illegalen Handel mit Handyschrott und Elektroschrott. Ja. Das kann aber nicht sein. Also, ich bin ein rechtschaffender Bürger. Können Sie bitte mal die Hand aus der Tasche nehmen? Ja. So, ich bin ein rechtschaffender Bürger und ich weiß gar nicht, worum es hier geht. Wo haben Sie denn die Unterlagen hier von der Firma? Tja, hier vorne. Gut. Dann werden wir die jetzt nachschauen. Ja, ja. Als wir das Gebäude betreten haben, ist erstmal die zentrale Unterstützungseinheit Zoll vorgegangen. Da hier auch Bedenken bestanden im Zusammenhang mit Waffenschmuggel und Waffenbesitz, haben wir sie halt hinzugezogen, auch zu unserer eigenen Sicherheit. Hinterher sind wir natürlich dann gefolgt. Im Gebäude haben wir dann zwei Personen aufgefunden. Und eine Person hat ein bisschen geschwächelt und saß auf dem Stuhl und war ziemlich blass. Ja, wer ist denn? Ja, ist mein Mitarbeiter hier. Was ist mit dem los? Warum sieht der so kaputt aus? Der hat ganz rote Augen. Der hat eine Grippe. Ja, ist ja ein bisschen, nein, dem geht er nicht gut. Entschuldigung, geht er einmal einen Schritt zurück, bitte. Oh, alles klar bei Ihnen? Was ist denn los? Ja, scheint mir nicht so zu sein. Nee. Nein, glaub, der ist eine Grippe, der geht nach Hause gleich und dann kommt er morgen wieder. Das ist doch nichts Schlimmes. Wie halten Sie die Grippe aus? Wie halten Sie das? Ja? Ja, machen wir. Haben Sie irgendwie Wasser jetzt? Geht jemand frisch Wasser, bitte. Ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Was ist denn los? Hier. Sie beruhigen sich jetzt bitte. Ja. Sehen Sie, das ist eine Grippe und nichts anderes. Das ist keine Grippe jetzt. Ach, Quatsch, das ist eine Grippe. Sag Sie Bescheid, ihr übergibt sich. Die Zöllner vermuten, dass es sich bei dem kranken Mitarbeiter um den gesuchten Freund handeln könnte und holen die junge Frau hinzu, um ihn zu identifizieren. Können Sie uns das sagen, was mit ihm los ist? Ich habe Ihnen gesagt, heute Morgen ging mir der auch schon nicht gut. Und da habe ich gesagt, Junge, geh nach Hause, du hast wahrscheinlich eine Grippe. Das sieht aber nicht nach Grippe aus. Das sieht aber nicht nach Grippe aus. Hallo? Ist das Ihr Freund? Nein, das ist nicht mein Freund. So, haben Sie auch weitere Mitarbeiter hier, die hier arbeiten? Ja, mein Freund. Ja, der muss irgendwo auf der Baustelle. Ja, wo? Ich, ja, ich weiß es doch nicht. Ich bin doch im Büro, was soll ich Ihnen sagen? Darf ich Ihnen was sagen? Was soll ich machen? Hier geht eh was Krummes zu, da bin ich Sie wissen, wo Ihr Freund ist? Ja, der ist normalerweise immer hier vorne. Kommen Sie mit! Okay. Wofür ein RTW? Sie bleiben ruhig, wir gucken jetzt nach. Also, oder, wir warten erstmal gerade auf den RTW. Ja, ja. So, wie viele Leute sind noch hier? Nur ein Mitarbeiter. Und noch, ja, zwei Mitarbeiter. Sie sollten ehrlich sein. Also. Ja, zwei Mitarbeiter. Er ist der dritte. Und sonst habe ich keine Mitarbeiter hier. Kurz darauf trifft der Rettungsdienst ein. Einsatzleiterin Katja Hoffmann soll herausfinden, was mit dem kranken Mitarbeiter nicht stimmt. Der Puls ist ein bisschen tachykard, aber sonst geht's. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal nach Druck und allem drum und dran. Ich guck mal auf den Bauch und dann schauen wir einfach mal. Ne? Nee. Sind Sie gestürzt? Wo ist der Herr vom Zoll? Ist der gestürzt oder? Er saß auf dem Stuhl, hat sich übergeben und ist dann hoch durchgeschlagen. Aber er hat sich nicht auf den Kopf geschlagen oder? Haben wir nicht gesehen, er hat schon übergeben. Also anfänglich stellte sich das Ganze dar wie ein einfacher Magen-Darm-Infekt, den wir dann auch behandeln konnten soweit. Auf jeden Fall ging es ihm einigermaßen besser. Dass sich das Ganze dann hinterher noch wenden sollte, das konnten wir zu dem Zeitpunkt ja nicht wissen. Was dem Patienten fehlt, wird alle überraschen. Doch zunächst sucht die Sondereinheit des Zolls das Gelände nach dem Freund der jungen Frau ab.
Nichts gefunden. Nichts, okay. Da vorne ist eine Person. Oh, da vorne ist jemand. So, bleiben Sie einfach zurückbleiben, bitte. Mir. Kommen Sie einfach nach mir, okay? Aber hinter mir bleiben, bitte. Hallo? Das ist Ihr Freund, oder? Nee, das ist nicht mein Freund. Aber nur hier. Okay. Ja. Wo kommen Sie jetzt her? Okay. Ich sag gar nichts. Was heißt Ausweis? Wie? Haben Sie auch gehört, ich sag gar nichts. Wo ist ja, denn Ben? Wo ist Ben? Hinten in meiner Tasche. Wir gehen am besten mal in die Richtung hier, wo der herkam, und schauen, was da los ist, okay? Alles klar. Kommst du klar mit ihm? Ich komme mit ihm klar. Gut. Wir haben uns dann dazu entschlossen, das weitere Gelände noch mal abzusuchen, unter anderem nach Beweismitteln zu suchen und natürlich die Person, die vermisst wurde, der Freund der jungen Dame. Ben! Ladung liegt am Boden. Da liegen Fässer, okay? Ben! Ja, gucken, dass da welchen Fahrer drin ist. Ben. Bleiben Sie hinter mir. Bitte. Einmal hinten bleiben, hallo. Vorsichtig, Tür auf dem Hoffen. Hallo? Können Sie mich hören? Lassen Sie die Kollegen erstmal schauen und dann gucken. Ja, okay. Person ist nicht ansprechbar. Wir brauchen einen Rettungswagen hier. Und bis der kommt, vielleicht kann die Notärztin hier runterkommen. Für uns war erste Priorität, als wir den Mann aufgefunden haben, einen RTW dazu zu bestellen. Aber dass alles ein bisschen schneller geht, haben wir noch die Notärztin, die eh schon vor Ort war, noch dazugeholt. Der Notarzt riecht aber so komisch. Merkt ihr das auch? Ja. Kommt jetzt von der Ladung da hinten? Schaut mal. Ach schon. Kommen Sie gerade mit uns hin? Ja. Das ist hier. Giftige Stoffe. Okay. Sollten wir das mal aufmachen hier, ne? Vorsichtig. Aha, da haben wir es doch. Das bestätigt unseren Verdacht. Das ist wahrscheinlich der ganze Eck, wo wir voll mit dem Zeug. Ja. Ja, sollten wir am besten gar nicht zu nah dran kommen. Ich mach's gerade wieder zu. Ja. Im Laufe der Durchsuchung haben wir dann noch Handymüll in den Fässern gefunden. Das hat natürlich unseren Verdacht hier bestätigt und unsere vorherigen Erkenntnisse, dass hier Müll in Drittländern illegal entsorgt wird. Währenddessen kommt Notfallmedizinerin Katja Hoffmann dem regungslosen Fahrer zu Hilfe. Der hatte offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und muss nun aus dem LKW gerettet werden. Hallo? Können Sie mich hören? Hallo? Puls ist kräftig. Und dann müssen wir gucken, wie wir da rausgezogen kriegen. Am besten komm mal hier vom Zoll. Haben wir noch zwei, drei starke Leute da? Ja. Wir mussten ihn sofort da rausretten. Natürlich war das Gelände jetzt nicht gerade das Beste. Aber wir hatten zum Glück genug Manpower vom Zoll und haben uns da quasi so eine kleine Kletterwand gebaut, um diesen Mann da sofort rauszukriegen. Wir reden hier von so einer Crashrettung, dass wir sofort die lebenserhaltenden Maßnahmen einleiten konnten. So, ich habe den Oberkörper. So, alles klar, ich habe die Beine. Ich hab die Hose, kann einer die Hose? Ja. Ja. Habt ihr da? Ja, ich hab ihn. Gut, ich hab die Seite. Wieder ablegen sofort. Okay. Alles klar, ich hab den Kopf. Ben! So, einmal zur Seite gehen. Sie müssen einmal zur Seite gehen. Aber warum reagiert er denn nicht? Er ist bewusstlos. Ich muss da dran jetzt, bitte. Ja. So. Ich brauch den Stick-Nick. Ich halte mal eben den Kopf, wo ist der? Komm, wir nehmen mal den Kopf. Okay, dann hast du, gucken, hast du? Ist okay, Sifnet. Kommt der RTW jetzt auch? RTW kommt, alles klar. Gut, dann müssen wir zusehen, dass du so schnell wie möglich ins Auto kommst. Ins Auto. Die Situation vor Ort war natürlich total unglücklich. Sprich, der Patient lag im Matsch, es hat geregnet, es war dunkel, wir konnten wenig sehen, es war zudem noch sehr kalt. Also galt es hier, da der zweite RTW inzwischen eingetroffen war, dass wir ihn halt, nachdem wir geguckt haben, grob Atmung, Puls ist in Ordnung, Anlage eines Stiffnecks, da er offensichtlich mit dem Kopf auf das Lenkrad aufgeschlagen war, ihn schnellstmöglichst in den RTW zu bringen, um da die weitere Versorgung und Behandlung durchführen zu können. Hallo, wachen Sie mal auf, Ben, hallo. Ben, geht's dir gut, Ben? Ganz ruhig. Geht's ihm gut? Ganz ruhig. Oh, er kommt so nach und nach, kommt er zu sich. Ja. Ganz ruhig. Ach, Ben. 117, ja? Der Name war Winkler, ne? Ben Winkler heißt er, ja. Herr Winkler, machen Sie jetzt mal die Augen auf. Hallo. Willkommen Sehr schön. Zurück. Ja. Was ist passiert? Genau, Infusion läuft, das läuft. Decke. Blutdruck. Decke ist hinten drin. Ja, alles klar. Geht gleich hinten rum. Was ist da noch? Ich würde gerne mal zeigen, da vorne den Elektroschrott, dass ich das mal anschaue. Ja. So, hier können wir noch gerade, habe ich Produkte? Schon auf. Ja? Der vom Zoll will mir irgendwas zeigen. Ihr seid ja so drei ja, hier ja, drin. Ja, ist alles ich gut. Ich gehe mal eben gucken, ja? So. Machen wir hier die Druckmanschette drum? Wir hatten in dem LKW Erbrochenes gefunden, genau wie bei dem ersten Patienten. Was jetzt aber hier wirklich genau war, da konnten wir uns keine Reihe machen, bis die Zöllner auf einmal zu uns kamen, die uns dann
quasi Informationen gaben. Alles klar, so, wo müssen wir hin? Hier vorne. Hier vorne. Hier vorne. Ich mach das mal noch vorsichtig auf, also ich denke mal, dass das der Grund ist. Was ist das? Elektroschrott oder Schrott, ja. Kann das giftig sein oder so? Wir gehen davon aus, aber ich bin mir nicht sicher. Du Scheiße, ja, alles ich wollte euch mal zeigen, dass ihr das mal sehen könnt, dass ihr vielleicht. Ja, vielleicht hat er Zusammenhang damit irgendwie, ne? Ja, das kann natürlich sein. Wenn das auch giftig ist oder so, beide haben in die Übelkeit erwächen. Genau. Der eine ist sogar bewusstlos. Oh, da muss ich meine Ärztin sofort sagen. Nicht, dass da irgendwas ist. Da müssen wir mit der Leitstelle telefonieren und Notzentrale. Da müssen wir mal gucken. Ich gehe mal zu meiner Ärztin. So, einmal, darf ich einmal vorbei? Ja, klar. Pass auf, neue Sachlage. Ich habe mir gerade das angeguckt. Da ist irgendwie so ein ganzer Bott, also drei Bottiche voll. Ja, ich habe den einmal gesehen. Ja, richtig. Irgendwie mit so Handyschrott oder so. Keine Ahnung was, aber der Zoll geht auch hier irgendwie von irgendeiner Vergiftung, von irgendeinem Intox aus. Giftstoffe. Tessern, ja. Ja, richtig. Das heißt, wenn jetzt beide hier arbeiten und beide Erbrechen haben durch komische Fälle, nicht, dass das irgendwie so zusammenhängt. Bei dem zweiten Verletzten, dem Ben, der im LKW saß, der hatte mit seinem LKW einen Unfall. Wir schlussfolgern raus, da er jetzt diesen Handygiftmüll durch die Gegend gefahren ist, dass schon längere Zeit, dass er dadurch eine Intoxikation bekommen hat. Genau können wir das natürlich erst in der Klinik sagen. Aber wir glauben, dass dieses dann zum Unfallhergang geführt hat. Er ist bewusstlos geworden und daraufhin dann halt mit dem Kopf auf das Lenkrad geknallt. Also, wir haben jetzt Bescheid gesagt, dass es irgendeine Vergiftung sein kann. Und müssen jetzt gucken, dass wir halt schnell ins Krankenhaus kommen. Was genau, können wir natürlich nicht sagen. Oder habt ihr schon irgendeine Erkenntnis? Ich gebe Ihnen jetzt die allerletzte Chance, was zu sagen. Wie gesagt, Sie machen Ihre Lage noch schlimmer, wenn Sie gar nichts sagen. Worum geht es hier und was ist da genau drin und was ist mit Ihrem Kollegen passiert? Ja. Sie haben jetzt letzte Möglichkeit. Ja, ich weiß, mein Chef, der verschifft Elektroschrott in dritte Länder. Und ja, der Kollege, dem ging es schon eine ganze Zeit lang nicht so gut. Und wahrscheinlich, ich habe ihm eben wahrscheinlich zu viel zugemutet. Er sollte das Zeug wegfahren und es ging ihm eben nicht so gut. Und dann wird er wahrscheinlich Elektroschrott. Ja, aber der Ben wusste doch nicht, dass Elektroschrott war. Können auch alte Akkus bei sein oder sowas? Oder alte Batterien oder alles irgendwie sowas? Mögliche. Alles, also Handy, ist möglich, Handy, dass sowas auch dabei Müll, ist. Alles Handymüll, ja gut, alles klar. Der war in Kontakt damit, ne? Wusste er das? Also Sie beruhigen sich erstmal. Nein. Ja, sehen Sie? Okay. Ben hat nichts damit zu tun. Also Sie wussten das und Ihr Chef wusste das? Ja. Okay. Gut, für uns ist das ja jetzt gerade kurz uninteressant. Ne? Ich weiß jetzt, um was es sich handeln kann. Ja? Mein RTW und ich, wir werden uns jetzt sofort auf die Socken machen. Wir fahren in die Uniklinik. Wenn irgendwas sein sollte, könnt ihr uns da erreichen, falls ihr noch irgendwas feststellen solltet. Weil wir müssen jetzt wirklich Gas geben, ja, klar, dass das. Die Leute da, dass sie ins Labor kommen, dass wir da Tests machen können, dass wir wissen, was da sein kann. Okay, ja, ne? Wenn was ist, wir sind in der Uni in Köln. Boah, ich wusste schon immer, dass hier irgendwas krumm läuft in dem Laden hier. Ich bin super froh, dass Ben jetzt in guten Händen ist. Ich hoffe, er hat nichts Schlimmes und dass die Ärzte schnell herausfinden, was der hat. Im Krankenhaus stellte sich heraus, der Lebensgefährte und sein Kollege haben sich durch den Kontakt mit den giftigen Chemikalien im Elektromüll eine Cadmiumvergiftung zugezogen. Beide haben sich wieder vollständig erholt. Der Kiesgrubenbesitzer und sein Vorarbeiter haben die Gesundheit der Angestellten riskiert, um skrupellos Profit zu machen. Sie müssen sich wegen illegalen Handels mit Gefahrengut und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Alte Elektrogeräte sollten in Recyclinghöfen abgegeben werden.